Der Schlüssel, der bist du, hat sie gesungen. Und nur durch Glauben und Erwartung verändern wir die Welt. Ich möchte einen Film ansagen, den wir nun gerade im Anschluss schauen werden, von Menschen, die erkannt haben, dass sie der Schlüssel sind und dass sie den Schlüssel drehen können. Von Menschen, ganz praktische Beispiele, die durch Glauben diese Welt verändern. Und zwar in unserer Medienarbeit von KlarTV. Alleine seit 2018 haben wir 710 Sendungen zusammen produziert, in diesen paar wenigen Monaten. Mehr gibt es jetzt dazu nicht zu sagen, außer schauen wir den Menschen zu, die den Schlüssel erkannt haben in sich selber. Und das ist auch ein bisschen Rückschau, was wir mit KlarTV machen. KlarTV. Die anderen Nachrichten. Frei, unabhängig, unzensiert. KlarTV betreibt weltweit gerade 165 Film- und Tonstudios in 42 Sprachen mit einem Zuschauerradius von 212 Ländern. Das Besondere an KlarTV: all seine aktuell 213 Moderatorinnen und Moderatoren arbeiten seit Jahren ehrenamtlich für ihre Zuschauerschaft. Auch die 670 Techniker, 194 Coaches und Maskenbildner tun dasselbe. Darüber hinaus gibt es noch weitere 400 Personen, die die täglich eingehenden Klagen an klagemauer.tv verarbeiten. Diese KlarTV-Teams produzierten in den letzten 6 Jahren über 9400 professionelle Sendungen. Alles auf eigene Kosten. Wie ist so etwas möglich? Antwort: Weil sie zugleich noch mit beiden Beinen im harten Berufsleben stehen und das dazu nötige Geld mit ihren eigenen Händen erarbeiten. Viele von ihnen übernahmen Teilzeitstellen, um mehr Zeit in ihre KlarTV-Produktionen investieren zu können. Andere produzieren die Sendungen ehrenamtlich in ihrer Freizeit. Sie verzichten dafür regelmäßig auf Partys, Ausflüge, Luxus, Hobbys und sonstige Annehmlichkeiten. Doch dadurch sind die Mitwirker bei KlarTV völlig unabhängig von irgendwelchen manipulativen Geldgebern oder Drahtziehern. Sie sind politisch, wirtschaftlich, religiös und so weiter völlig frei und unabhängig. Ihr einziger Lohn liegt in der Verbreitung ihrer aufwendig erarbeiteten Sendungen. Und so wurde ihre Mühe bislang belohnt. Verzeichnete www.klar.tv im Juli 2012, also in seinem Gründungsjahr, nur gerade klägliche 1757 Besuche, so erhöhte sich der Lohn regelmäßiger Besuche zwischenzeitlich auf 9 Millionen. Doch in Wahrheit sind es noch weit mehr. 2017 wurde KlarTV bereits mit über 332 Millionen Zugriffen auf dem eigenen Kanal belohnt. Ungleich mehr sind es mit all jenen zusammen, die KlarTV regelmäßig auf ihren eigenen Portalen von YouTube bis Kabelfernsehen einbinden. All diese volksorientierten Menschen beweisen hiermit, dass man professionelle Medienarbeit ohne weiteres auch aus der eigenen Tasche finanzieren kann. Alle KlarTV-Mitwirker handeln in Zivilcourage, weil Widerstand zur Pflicht geworden ist. In tausenden Sendungen haben sie unfassbare, den Weltfrieden gefährdende Medienlügen enthüllt. KlarTV verteidigt durch Aufdeckung von Medienlügen und Lügenmedien den Weltfrieden. Äußerst abwechslungsreich und vielfältig transportiert KlarTV in 12 Themenrubriken Nachrichten aus aller Welt. Innerhalb von nur 6 Jahren hat KlarTV 14 verschiedene Sendeformate ins Leben gerufen. Medienkommentare, Dokumentarfilme, Sendereien, Interviews, das Sendeformat In einer Minute auf den Punkt, Clip und Klartext, Bildung unzensiert, Meinung ungeschminkt, satirisch Ernstes, dann die anderen Nachrichten. Blick über den Zaun. Lehrfilme, Spielfilme von KlarTV-Gründer Ivo Sasek und seit neuestem gibt es das exklusive Sendeformat, die Show Der Infogigant. Der ganze Bücherregale auf die knackige Nussschale komprimiert und dem Publikum mit viel Nervenkitzel und Spaß lebenswichtige Informationen nahebringt.
KlarTV verwöhnt sein Publikum zudem mit vielseitigen Suchfunktionen, breiten Quellennachweisen, exklusiven Abspielfunktionen, übersichtlich geordneten Zuschauertrends, einem Live-Ticker, Sendungstexten und unerhört vielfältigen Verbreitungsfunktionen. Nicht zu vergessen den KlarTV Newsletter, den bereits über 18.500 Menschen abonniert haben. Wöchentlich verarbeitet eine international aufgestellte KlarTV-Serverinfrastruktur hunderttausende Videoansichten und Millionen von Dateizugriffen. Doch diese exponentielle Steigerungskurve in Qualität und Aufrufen ist nur durch die dezentrale Entwicklung möglich gewesen. Hunderte von Studios, Moderatoren, Film- und Tontechniker rund um den Globus arbeiten vernetzt ineinander und erreichen so eine Qualität und Geschwindigkeit, die ein zentrales Megastudio niemals leisten könnte. Teams über alle Landesgrenzen hinaus arbeiten an einem Projekt. Animatoren aus der Ukraine unterstützen deutsche Dokufilme. Filmcutter aus Magadan und Russland arbeiten bereits am Projekt, wo Deutsche noch schlafen. Programmieraufträge werden nachmittags mit ehrenamtlichen Mitwirkern aus den USA besprochen, umgesetzt, während wir in Europa schlafen und kommen wieder zu uns zurück, wenn wir aufstehen. Die Zeitverschiebung macht's möglich. Nur allein in Litauen, Russland, der Ukraine und Island sind über 100 Personen in 12 Regionen vereint an gemeinsamen Projekten tätig. Praktische Beispiele zur KlarTV-Dezentralisierung. Köln. Vor wenigen Jahren bestand die gesamte Redaktionsarbeit aus gerade mal 3 Personen, die von der ersten Zusendung eines Beitrags bis zum fertigen Text alles selber geprüft, getextet und korrigiert haben. Erika aus Köln war eine davon. Doch KlarTV verteilte diese Lasten sukzessive auf viele Schultern und es entstanden daraus 12 Hauptredaktionen mit 80 Redakteuren. Diese haben sich zu Redaktionsteams zusammengeschlossen, aus denen weitere Redaktionen hervorgegangen sind, darunter auch diverse ausländische Redaktionen. Auch die treuen Quellenprüfer Katharina und Magdalena knüpften Netze. Ebenso wie die Korrekturleser Sabine aus der Schweiz und Brigitte aus dem österreichischen Klagenfurt, sodass mittlerweile bereits etwa 400 Mitarbeiter in der Redaktionskette tätig sind, von der ersten Klage bis zur Ausstrahlung. Und diese befinden sich bereits wieder am Anschlag ihrer Kapazitäten. KlarTV kann noch mehr Helfer brauchen, denn die Vision von KlarTV ist es ja, die größte Medienkette der Welt zu werden. Münster. Denise produzierte früher alle KlarTV-Sendungen ganz alleine. Heute unterstützten sie bereits 8 Studios. Das Studio Mainz, Studio Bonn, Studio Koblenz, Studio Köln, Studio Leverkusen, Studio Lüdenscheid und Studio Meschede. Wir besuchen kurz Studio Koblenz. Hier treffen sich kurzfristig gerade 14 Leute und unterstützen die Studioleiterin Elena, die als Hausfrau und Mutter noch vor kurzem die Sendungen von Koblenz alleine produzierte. Doch nun übernehmen die einen die Bügelarbeiten, die anderen kochen, damit Elena das Titelbild und die Animationen für die Sendungen gestalten kann. Der rüstige, 66 Jahre alte Rentner Roland stellt sich als lebendiges Titelbild zur Verfügung. Und jeder gibt seinen Teil, bis die Sendung fertig ist. Das ist Feeling bei Familie Sawatzki. Das ist Samuel aus Belgien. Er ist IT-Spezialist und von Kind auf Computertechnik begeistert. Vor wenigen Jahren verwaltete er noch viele Internetserver alleine, damit hunderttausende KlarTV-Besucher mit Online-Videos bedient werden konnten. Diese Zeiten aber sind vorbei. Heute baut er mit Familien, Hausfrauen, mit Alt und Jung aus seiner Nähe ganze Server von Grund auf zusammen und administriert diese mit deren Unterstützung. Das kann jeder lernen. Tjumen. Julia hatte mit Freude die Medienkommentarverantwortung für Russland übernommen.
und war erschrocken, dass ihre drei Cutter bereits voll ausgelastet sind mit der Produktion anderer Klar-TV-Sendeformate. Doch Julia resignierte nicht und schaute sich nach Menschen in ihrem Umfeld um, die auch von Klar-TV begeistert sind. Sie fragte, wie er gerne mithelfen möchte. Und obwohl die 56-jährige Rentnerin Ludmilla und die 51-jährige Tanja nicht so gut mit dem PC umgehen konnten, nahmen sie diese Herausforderung freudig an. Hier seht ihr nun Ludmilla mit ihrem Enkelkind auf dem Schoß. Sie schneidet ihren ersten Medienkommentar. Und das nach nur einer Schulung. Und hier stellt Tanja gerade die Sendung auf der Klar-TV-Homepage frei. Genial. Mainz. Johann ist ständig weltweit unterwegs und hat wenig Zeit. Er nutzt darum die Zeit während der Flüge, beim Warten auf dem Flughafen, im Hotel und so weiter, um in seine Muttersprache Russisch zu übersetzen. Du kannst auch eine andere Sprache sprechen? Dann brauchen wir auch dich. Österreich. Das ist unsere Edith. Sie ist 63 Jahre alt und verantwortlich für den Aufbau des Tonsystems, der Kamera und der Lichttechnik im neuen Studio Wien. Sie führt die Funktionschecks durch und startet die Aufnahmen. Selbst invalide Menschen helfen bei Klar-TV mit, wie zum Beispiel Sebastian, der nach einem schlimmen Autounfall lange bewusstlos und völlig bewegungsunfähig war. Doch nun hat er begonnen, fleißig Klar-TV-Sendungen zu schneiden und lebt wieder total auf. Oder der 69-jährige Gustav, der todkrank war, doch durch sein brennendes Herzensanliegen, gemeinnützig helfen zu können, während seiner Mithilfe wieder so fit wurde, dass er jetzt bei der Formulierung von Sendungstexten mitmachen kann. Ebenso Leo, der ohne Beine geboren wurde und trotz Rollstuhl lange Bahn- und Busreisen auf sich nimmt, um überall tatkräftig zu unterstützen. Oder Marion, die als Invalidenrentnerin kaum über Computerkenntnisse verfügte, doch nun beim Korrekturlesen und bei der anspruchsvollen Bildersuche voller Freude alles gibt. Aber auch Laien, Hausfrauen und ältere Menschen können bei Klar-TV unterstützen. So zum Beispiel Elke, die mit ihren 57 Jahren Animatoren berät. Oder die Masseurin Lena aus Moskau, die sich in Computer, Programme und Moderation einarbeitete und so kurzerhand zur Klar-TV-Regionalleiterin wurde. Sogar Sabine, Silvia und die 79-jährige Else leisteten einen wichtigen Dienst, indem sie zum Beispiel für das leibliche Wohl der Cutter sorgen. Die russlanddeutsche 62-jährige Schneiderin Katharina übernimmt sogar mehrere Aufgaben. Das Korrekturlesen von Sendungen, das Verfassen von knackigen Werbetexten und die Übersetzung wichtiger Sendungen ins Russische. Nabila aus Marokko übersetzt eine Sendung nach der anderen auf Arabisch. Susanne, voll berufstätig und in Nebenjobs eingebunden, übersetzt regelmäßig bis zu 5 Sendungen pro Woche auf Englisch. Isena aus China erlebte die Entstehung einer Klar-TV-Sendung hier in Deutschland. Nun wieder zurück in China, übersetzt sie mit Vera und vielen weiteren Helfern Sendungen auf Chinesisch und moderiert sie sogar selbst. Die Styling-Expertin Dilia aus Moskau dachte vorher, dass sie nicht moderieren könne. Nachdem sie den großen Bedarf an tadschikischen Moderatoren sah, moderiert sie nun professionell sowohl russische als auch tadschikische Sendungen. Genauso die neunfache Mutter Olesya aus Tjumen, die Sendungen auf Armenisch und Russisch moderiert. Auch für die Schneiderin Elena aus Moskau war die Moderation vorher etwas Unmögliches. Doch nun hilft sie fleißig mit und stellt fest, dass Klar-TV für sie ein fester Bestandteil des Lebens geworden ist. Wenn die Putzfrau Lena aus Tjumen nach Hause kommt, koordiniert sie ein ganzes Klar-TV-Team. Marc aus Montabaur ist als erfolgreicher Kaufmann viel unterwegs und einer der Top-Klar-TV-Moderatoren. Sascha aus Münster spricht nicht gerne und ist eher schüchtern. Weil die Klar-TV-Coaches ihm sein großes Sprachtalent attestierten, ist er nun jede Woche als einer der Top-Klar-TV-Sprecher verfügbar. Hunderte weitere Beispiele könnten hier angefügt werden. Wir sind ein lebendiger, gegenseitig verbindlicher Organismus. Interkontinental, international. Aus allen politischen, sozialen, religiösen und kulturellen Hintergründen. Und darum sind wir unüberwindlich. Egal was kommt und egal wie es kommt. Wir sind auf ein Ziel vom Herzen her vereint, haben alle Spaltungen überwunden. Die Not macht uns stark. Je schlimmer es wird, desto mehr kommen wir.
Mach mit ist unser Motto. Und diesem folgen mittlerweile tausende Menschen aus allen Nationen, Generationen, Religionen und Kulturen. Denn wir lassen uns nicht mehr spalten. Genau dieses Bewusstsein gibt uns diese hohe Durchschlagskraft. Egal, was du weißt und was du kannst. Du bist das Licht, das mit uns zusammen zu einem krassen Laserstrahl gebündelt wird und sich nicht mehr abschalten lässt. Mach mit! Wir müssen aufklären, denn all die Ungerechtigkeiten auf dieser Welt müssen aufhören. Die Welt muss wieder zu einem Ort werden, an dem Leben in Glück und Harmonie für jeden Menschen möglich ist. Egal, ob reich oder arm, jung oder alt, egal aus welchem Land, egal aus welchem religiösen oder weltanschaulichen Hintergrund, teile und herrsche wird ein Ende nehmen. Doch dazu brauchen wir dich. Hast du erkannt, dass die Welt sich nur verändert, wenn du sie veränderst? Bei KlarTV kann man endlos Menschen einbinden. Weil wir aufgehört haben zu denken, das können nur Spezialisten. Am Anfang der Geschichte von KlarTV konnte nur eine Handvoll Leute Videomaterial schneiden und bearbeiten. Jetzt können das schon Hunderte, bald sind das Tausende. Die qualifizierter sind als unsere fallenden Medien, die schonungslos unsere GEZ-Milliarden verschlingen. Wir werden weiterhin unentgeltlich dienen und all die unendlich viele Arbeit auf immer mehr Schultern verteilen. Wenn wir zusammen KlarTV wie ein gemeinsames Baby hegen und pflegen, dann wird es weiter so prächtig wachsen wie bisher. Und wir werden täglich Milliarden in allen Ländern und Sprachen mit unzensierten Informationen bedienen. Bist du dabei? Es ist egal, wer du bist. Es ist egal, wie dein Umfeld auf dich und deine Ansichten reagiert. Egal, ob du dich niedergeschlagen fühlst bei all den Niederlagen, die du schon erlebt hast in deinem Leben. Egal, ob es dir gerade passt, dass diese Welt nach deinem Engagement schreit. Und es ist ebenso egal, wie unbegabt du dich fühlst. Hier macht die Natur selbst uns Mut. Wann immer ein harter und kalter Winter kommt, entwickeln Tiere dicke Felle und setzen Fett an. In gleicher Weise entwickelt die Natur in uns, in diesem harten und kalten Allfrontenkrieg, jede erdenkliche Begabung. Um die größten Massenmedien zu überflügeln, die stärksten Politiker in die Knie zu zwingen, die größten Finanzkrisen zu überdauern, die krassesten Verwirrungen in nichts auflösen. Und auch die Befähigung wird in uns geweckt, selbst die entstandenen Schäden zu heilen. Unsere Vision ist, wir werden zur größten Medienkette der Welt.